So, ho, weiter, ne? Hallo, guten Tag, mein Name ist Transit. Haben Sie meine Komponente gesehen? Die macht den ganzen Tag nur volle Kolele. Vielleicht finden wir sie hier. So, dam, in der Kreaturenfabrik. It's from Bowser! She's up there! Hast du eben She's up there gesagt? Der Pesky Pampus, was? Ich habe eben verstanden, She's up there. Otterkönig auf der Lava Planeten. Ich kenn's nicht. Otterkönig? Ich hab nicht eben Otter, nicht Otter, Otter. Das hört sich an wie ein Otter. Ich hab eben Octacon gelesen. Otacon, Mrs. Snake, what are you doing? Auch nicht schlecht. Lava Planeten. Das ist ein recht einfacher Boss, weil wir den schon einmal hatten, sogar. Lava-Planeten. Welcome to New Galaxy! Wahoo! Ich muss jetzt erstmal den Ort so... Ah, hier. Nein, Steve, du lügst, bitte. Bitte hör auf damit. Ah, gut. Es gefällt mir nicht. Ich möchte das nicht, bitte. Rede mit der Hand. Na gut. Na gut, heute schon. Demnächst vielleicht. Ich überlege es mir. Hey, wir müssen mal wirklich so einen ganzen Part wirklich so sachlich reden. Na gut. Nein, sowas kann ich nicht. Und jetzt taucht er auch noch. Jetzt stöhnt er und gleich kommt ein Rülpser, das weiß ich. Nee. Wenn er was zu trinken hätte, dann schon. Und da ist Bowser Jr., den du synchronisieren kannst, wenn du willst. Ja, okay, dann muss ich aber erstmal warten, bis die Sprechblase für mich... Warte. Geh weiter, Text. Wenn ich dir noch mehr große Sterne überlasse, wird mein Papa fürchterlich mit dir schimpfen. Da bleibt bloß eins, meine ultimative Waffe. Auf geht's, Otterkönig. Der Otterkönig? Da kommt dann so Otter raus. Ein Otter ist aber nicht das, was macht. Ich weiß, aber ich habe Biologie abgewählt, deswegen nach der 11. Klasse. Ach so, soll das heißen, okay, durch die 11. Klasse, weil du abgewählt hast, hast du natürlich all dein Wissen verloren. Ja, ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren aus der Schule raus. Ja, aber man behält das doch. Nein, ich nicht. Ich habe mich anderen Dingen zugewandt. Zum Beispiel sinnloses Zeug auf YouTube machen. Ich wollte wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält. Na, wer hat das Zitat erkannt? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist aus Faust. Okay. Na, siehst du, da liegt meine Stärke. In der Literatur. Und wir haben schon fast fertig, den Endgegner wieder. Und ich habe mir fast den Arsch verbrannt. Ich stell mir das vor, er hat den Endgegner fertig und sich den Arsch im Real Life fast verbrannt. Kommst du da und hältst mir ein Feuerzeug unterm Hintern. Kommt so die Mutter rein. Wie oft soll ich dir das sagen? Du sollst dich während der Aufnahme nicht auf einen Gasherd setzen, Steve. Und Ende im Gelände. Stell dir so vor, Steve sitzt auf einem Gasherd und der PC steht im Kühlschrank. Wer aufnimmt? Auch nicht schlecht, ne? Und das Aufnahmegerät liegt in der Mikrowelle. Oder in der Fritteuse. Kommt drauf an. Na, was für eine Ansprache willst du jetzt für den großen Stern machen? Warte. Ich nehme ihn, okay. Warte, und jetzt? Nehm ihn. Hast du? Ja. Okay. We got one big star by simply finishing next segment in this game by defeating one of the giant bosses because Baby Bowser told us so. Dum, da, da, da. Das war auch der letzte. Das geht doch nicht. Ja. Ja. Oh, dann ist nein. Ist jetzt schon Bowser-Zeit. Naja, hätte ich eigentlich schon längst. Ja, ich weiß. Ich mache ja noch eine Kuppel. Eine Kuppel kommt noch, aber die hat keinen großen Stern mehr. Eine Kuppel. Eine Kuppel, das wird jetzt freigeschaltet. Die letzte, weißt du Bescheid. Ach ja, da. Dieser Kindergarten-Galaxie da. Das ist das Kinderzimmer, sagt Mama immer. Kindergarten-Galaxie. Ja. Stell dir vor, einer der Sterne würde so rufen. Der würde Antwort kommen, räum halt endlich mal dein Zimmer auf, du Schlampe! Auch nicht schlecht, ja. Ah. So, dann gehen wir in die Kindergartengalaxie. Heißt das nicht Kinderzimmergalaxie? Ich weiß, aber du sagst Kindergarten. Ich hab mich erst versprochen. Na und? Bitte. Ich behalte so, das hört sich cool bitte an. Bitte.
Bitte, rede männlicher. Weißt du was, Steve, darf ich dir was dazu sagen? Hm. Bau den verdammten Bus! Ab geht's! Oh, nicht schlecht, ja, ich weiß. So, ab ins Rein. Das Kinderzimmer ist hier. Nö, bei mir ist Standbild. Ach nee, jetzt geht's weiter. Nö, bei mir ist Standbild. Das hat eben Luma gesagt. Das, ich hab grad voll das Déjà-vu. Hatte ich dir auch mal ein Déjà-vu? Hey, bist du bekloppt? Hey, Déjà-vu sind so scheiß teuer. Hey, ja, ich hätte auch mal ein Déjà-vu in Moskau. Hey, französische Déjà-vus wollte ich auch schon mal haben. So, und hier ist Rosalina. Hast du es erkannt, wo das her war? Hast du erkannt, wo das her war? Aus der Pulli-Parade! Also. Diese Erinnerung. Ich habe mich sehr gefreut, ihn. Und so weiter, ja. Und so weiter, etc. Der Text hängt bei mir gerade voll hinterher, deswegen hat es keinen Sinn. Ja, sie kommen nur ein paar Mal alle 100 Jahre vorbei oder so. Und der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. So fett wird das Gestell. Ein Stern, ein Himmel, aha. Es wird dann ein Stern, der Marius Namen trägt. Ja, genau. Einen Stern, der Marius Namen trägt. Tja, ja. Und jetzt kriegen wir eine Fähigkeit, die ich so gut wie nie nutze, aber egal. Jetzt hätten sie mal weiter ausbauen sollen für SMG2 die Fähigkeit. Das wäre cool geworden. 100 aber lila Münzen. Dafür gab's da ja... Yoshi, so happy! Oh ja, der ist auch nicht schlecht. Ja. Das erste Mal 100 lila Münzen und dafür kriegen wir dann einen speziellen Powerstern. Yoga! Das hebe ich mir auf mit dem Powerstar. Guck mal hier, Marius sieht fast aus wie so ein Schornsteinfeger. Was ist das für eine Karriereleiter, die er hier erklimmt? Vom Klempner zum Schornsteinfeger. Ist das jetzt eigentlich eine Steigerung oder eine Senkung? Frage ich mich auch gerade. Wie war das bei Banjo-Kazooie in Mad Monster Mansion? Die verstopfte Klo. Mein Klo ist verstopft, Kazooie. Ich kenne da einen italienischen Klempner, der hat vielleicht Zeit. Also ja, ich glaube nicht, dass Mario das noch nötig hat. Ah, die Anspielung war so geil. Tja, ja. Du musst überdenken. Das war damals auch so richtig, das so typisch Nintendo. Keiner der Charaktere kann richtig sprechen, ja. Vergleich mal alle Charaktere, Protagonisten von Nintendo. Die du kennst. Hast du die jemals richtig sprechen hören, ja? Mario kommt an mit seinem Ja! Wahoo! Here Honka. We go! It's a go! Bowser hat ja... Na, ich meine jetzt von den Protagonisten, nicht von den Antagonisten. dann Link, ja? Was hörst du? Tja! Strike? Ja, bei Super Smash Brother. Bei der Drehattacke. Wäre ja perfekt bei Wii Sports. Strike? Ja, genau. Oder was auch von ihm kommt. Ja, ja? Wenn er stirbt. Dann guck mal hier, ja, den nächsten an. Fox. Ja, come on. Ja, okay, der kann ein bisschen richtig reden. Na, er kann in Star Fox Adventures reden. Und Star Fox 64 kann er eigentlich auch ein bisschen reden, aber ich meine sonst großenteils, wenn du die Super Smash Bros. Reihe dir auch nur anguckst. Oder auch so die Fire Emblem Charaktere, aber auch in den Spielen. Ja, Ike zum Beispiel redet auch nicht bei der Gamecube und der Wii-Fassung, ja? Da kommt von ihm auch sowas ähnliches wie oh, come on! Und nein, es kommt nicht unbedingt Great Ether, weil diese Waffe kriegt er erst am Ende. Auch nicht schlecht. Dieses Schwert, was er, dieses Ragnell, was er da verwendet. Oder dann hier, aber komm, da wo du die meisten Witze drüber machen kannst, eigentlich ist Captain Falcon, oder? Mit seinen Catchphrases. Tür! Yeah! Falcon Punch! Fucking Kick! Ja. Captain Jack! Ah, das ist so piepen. Ja? Oder dann denkst du, okay, geh ich zu einer anderen Reihe. Vielleicht reden die da. Kommst du zu Pokémon? Was hörst du da? Pika, Pika! Wieso erwartet man, dass man das Pokémon reden? Nein, ich meinte, als es damals vielleicht neu war. Ach so. Als es damals neu war, da haben wir als Kinder haben auch gedacht, die können reden. Wir denken es immer noch, zumindest ich nein. Ja, Steve ist sowieso irgendwo hängen geblieben, als er noch im Kindergarten ging. Ja, ich hatte eine lebhafte Fantasie. Steve, ja. Darf ich dir eins sagen? Wenn du die rote Pille schluckst, ist alles vorbei. Kann auch sein.
Oder vielleicht bist du dann einfach nur tot. Wenn du die blaue Pille schluckst, hast du alles vergessen. Was willst du? Du hast nicht kapiert, wo das eben her war, oder? Doch. Aus Matrix. Ja, ich weiß. Aus Matrix. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Schäm dich. Vielleicht später. Mir fehlt noch eine. Doch eine. Eine. Kannst du es glauben? Nee, weißt du, du gehst jetzt zu Rosalina hin und sagst, Bitch, gib mir der Power Star, I got 99. Bist du extravagant, so avantgardistisch. Also, Steve steht da auf so, nein, dieses Spiel ist mir höchst avantgardistisch. Ich kann so nicht arbeiten. Ich gehe aus der Maske raus. Ja, ja. Batterie! Ja, ja, die Batterie ist ein Querulant. Sie tangiert dich peripher. Oho. Oho, 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 jetzt sollen wir mal rein, ne? Jetzt geht's aber los. So. Mann, wo ist das? Wo ist denn da? Ja, wo ist denn? Wo ist der blöde? Wo ist die blöde Münze? Wo ist die blöde Münze? Ich schneide ihr die rüber ab. Ich entferne ihre Markierungen. Gefunden. Ah! Dabei war noch gar nicht Ostern, du hast mich nicht gesucht. Der Stern ist rot, ich mag rot. Würde es blaue Powersterne geben, wären ich die noch cooler. Die wären betrunken. Ha, 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 ha. Ja, ja, blau ist keine Farbe, blau ist ein Zustand. Ich hab gerade Standbild, hast du eingesammelt? Ja. Okay, we got a special red extra star, because we fly around above the kindergarten galaxy. Dum, da, da, da. Ich weiß, meine Gesangskünste sind unter aller Katastrophe. Das habe ich auch schon gehört, ja. Als ich im Fernsehen war, ja. Und da hat man mir gesagt: Hey, Alter, weißt du, ne? Du kommst hier rein, ja. Es ist scheiß Performance. Denkst du, du kommst für einen Recall? Der nächste hat gesagt: Hammer, du Session. Du kommst hier rein, du hast so eine positive Aura, ja. Deine Art, wie du auftrittst, die ist so ein Bam, so ein Boom, ein, wie sagt man, ein Picasso Painting. Ich habe mir Kacke in die Hose gemacht. Warte. Du machst ja jetzt eh nichts mehr in dieser Folge, oder? Doch, ich mach den Gummiluma jetzt noch. Warte. Okay, dann sage ich dir am Ende, hab noch einen Witz von Jürgen von der Lippe. Pass auf, den kann ich dir erzählen, während du das Kind fütterst, da, das Luma-Kind. Oh, ich hab sogar genau richtig. Also, von Jürgen von der Lippe, Achtung, das könnte auch ein Flachwitz werden, je nachdem, wie euer Humor ist. Ich warne vor, ja, dass du nicht gerade der Beste ist. Aber trotzdem, kommt ein kleines Kind zu seiner Mutter und fragt, du Mama... Ja, mein Schatz, magst du eigentlich lieber waschen oder nähen? Nähen, wie kommst du denn darauf? Ja, dann habe ich alles richtig gemacht, habe in die Hose gekackt und habe das Stück ausgeschnitten. Oder? Warte, da gibt's doch so einen, ja? Da sind so zwei Kinder am Spielplatz und der eine hält die ganze Zeit die Hand in den Schritt an, fragt der andere, was ist denn? Ja, ich muss mal so dringend Lulu machen, aber ich schaff's nicht zur Toilette. Dann so, der macht doch in die Hose. Dann sagt der andere, das geht nicht. Meine Mama hat gesagt, wenn ich das nochmal mache, schneidet sie mir den Pillermann ab, ja? Daraufhin meint das andere Kind, ach, das habe ich bei meiner Schwester gesehen. Wenn man das ganz sauber macht, sieht das eigentlich ganz gut aus. Er ist so makaber. Oh, hast du gemerkt, was für eine Mission das jetzt ist? Ja, gegen den Buhu zu rasen. Das zweite Mal. Ja, ich weiß. Und diese Aufgabe ist recht einfach, finde ich. Beim ersten Mal so wahllos, ja. Das war beim ersten Mal, da hat man gesehen, bei der ersten Geisteraufgabe, dass Miyamoto ein ganz großer Fan von Kentucky Fried Chicken ist, weil der hat so lauter diese Hot and Spicy Wings, die hat er da alle auf die Rennstrecke gelegt. Ja. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich echt Hunger wegen dir. Genau. Jetzt du auch immer die Zunge raushängen lässt. Nee, ich leck dich ab. Ja, der hat, weißt du, Achtung, jetzt habe ich aber wirklich einen Flachwitz. Das Niveau ist sowieso schon tief genug, so tief kannst du nicht mehr sinken. Gut, wir könnten in China rauskommen, wäre mir auch recht. Ich habe nämlich Lust, auch ein bisschen Reis zu essen. Aber jetzt mal unabhängig davon. Der fängt jetzt schon an zu lachen. Die Wuhus, die haben ein bisschen zu oft, jetzt kommt's ja erst. Wie flach der ist. Die haben ein bisschen zu oft das Lied von Kiss gehört. Lick it up. Ja, ich muss sagen, der Witz, der war so tief. Also, ich habe mir beinahe die rechte Hand verbrannt an der Erderwärmung. Vom Erdkern, so tief war der. Oh ja.
Ich weiß gar nicht mehr, was haben die Totenschädel bewirkt? Welche Totenschädel? Die da waren, oder war das nur Dekoration? Das war nur Deko, da waren nur, das war die Ziellinie. Ach so, Steve, sag es mir doch. We got a power star by raising of a ghost and which tongue is completely useless. Dum da da dum. Naja, du warst so diesmal schneller als der Stern an sich. Du hast nämlich schon angefangen, bevor ich ihn eingesammelt habe. Ach Mist. Ach Mist. Verdammte Scheiße. Das mit dem Synchronwerden wird wohl nicht mehr klappen. Auf. Da steht's auch drauf bei Skype. Von Uf, soll ich da mal drauf drücke? Ganze Woche in das schwarze Bildschirm. Aber das mit dem Synchronsprechen wird wohl nichts mehr, weil das ist das Ende des Parts und ja, das war der letzte mit dir. Und nein. Die Batterie nervt schon wieder. Nein, Steve, du kannst mir das nicht antun. Wir können ja noch jetzt ein bisschen off-topic-mäßig reden. Jetzt sperrt er mich wieder zurück in diese dreckige, schwarze Kiste, wo ich dann wieder tagelang im Regal stehe. Nicht wieder diese Kiste. So ein kleines Stofftier. Wenigstens gibt er mir wieder seine Baseballkappe zum Essen. Das war so sinnlos. Okay. Also, damit die Leute, deren Verstand ich jetzt noch nicht ruiniert habe durch meine komplette Randomness, noch was Gescheiteres sehen kann, sage ich jetzt auch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich auch. Also, dann Tschüssele, nicht wahr?